Probenpause in Langenlois, aber ich freue mich schon auf den kommenden Samstag, auf den 8. Juli in Grafeneck. Da gibt es ein Filmmusikkonzert. Filmmusik ist ein bisschen ein ungeliebtes Kind der Musen. Viele Leute glauben, das ist ein Hintergrund, den man gar nicht wirklich wahrnimmt. Aber Filmmusik prägt die Filme und gibt uns Emotionen, die wir nur durch die Bilder nicht erhalten würden. Und die Meisterwerke dieser Filmmusik, die kann man durchaus an die Seite stellen, den großen Meisterwerken der Musik des 20. Jahrhunderts. Erich Wolfgang Korngold zum Beispiel hat solche Filmmusik geschrieben, die am 8. Juli in Grafeneck klingt. Franz Waxmann, Max Steiner, Ennio Morricone, das sind alles Meister, aus deren schaffen wir am 8. Juli in Grafeneck mehr hören werden. Und ich darf die Einführung machen.